grüße euch, ihr schnucklischen Wuckels, die Mutter wieder hier. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich, Annette hier? Wir gucken jetzt in die Woche 30.06.2023 und was sich denn so wahnsinnig Tolles ereignet. Ich sehe, die Energie der Heilung ist, sagen wir, die ersten 3 Tage noch da. Man ist schwummerig, man ist plemm, man weiß nicht genau, wo vorne und hinten ist. Will ich jetzt was machen, will ich jetzt nicht machen? Ich weiß nicht mehr, wie ich den Arm und den Arm erhebe. Ich weiß nicht mehr, wie ich laufe. Das ganze System muss durch diese extreme Heil- und Lichtenergie der neuen Zeit erstmal wieder klarkommen. Es geht in dieser Woche wirklich um langsam machen. Bitte, und ich meine langsam, das ist so wie meine Knöchel sind Jimmy Glitchy, das ist alles nicht stark, stabil, wie auch immer, es wird alles neu konfiguriert. Dann kann mal sein, dass man sich irgendwo stößt, umknickt, auf Knie fällt oder was auch immer. Lauft vorsichtig, seid vorsichtig, euer Körper hat diese neue Energie noch nicht richtig verankert und in sich involviert. Also langsam machen. Aber das liegt auch so da, wie als wenn wir Gummi wären. Also nicht, dass ich dann sage, oh, da draußen gibt es jede Menge gebrochene Arme, Beine, Füße, Nasen, bla. Das habe ich nicht. Das ist, als wenn wir alle in dieser Woche totale Gummimenschen sind. Versteht ihr? Und Gummi kannst du ja dehnen, ziehen, zerren, woran hauen, wie auch immer. Aber das lässt du dann wieder los und der Gummi geht wieder in seine Ursprungsform zurück. Das ist nur irgendwie so komisch, versteht ihr? Ihr habt eine Woche vorher wieder eine Magie erschaffen, die noch nicht da ist und hattet alles irgendwie so für euch, für euer Leben unter Kontrolle. Aber jetzt ist es so, oh, ich habe gar nichts mehr unter Kontrolle. Ich kann die Arme, die Hände, die Beine, alles ist irgendwie nicht meins. Keine Angst, verstanden. Zurückziehen weiter und dieser Energie weiter ihre Arbeit machen lassen. Das sind noch so 5 Tage. Das, was aber gut ist, zum Auslauf dieser 5 Tage wird diese Heilenergie, die Stärke immer weniger und immer weniger und immer weniger und immer weniger und es bleibt nur noch das reine göttliche Licht zurück, okay? Halleluja. Und dann fangt ihr an, wie Dinge zu vergraben. Ah, zu Grabe zu tragen, cool. Die letzten 2 Tage habe ich, dass ihr wie anfangt mit einem Spaten Löcher macht und ihr tragt Dinge zu Grabe, die ihr nicht mehr wollt. Die ihr auf Grundlage dieser Heilenergie, sprich mein Schmerz da, mein Problem da, meine Psyche da, meine Nase da, meine Ohren da, diese nehmt ihr wie so ein Energieball oder wie auch immer ihr es euch vorstellt und packt das in die Erde, vergrabt das, versteht ihr? Es ist damit erledigt, zurückgegeben zu den Ursprüngen und Mutter Erde kann es in sich drinne dann transformieren und sich dadurch selbst auch heilen. Also das ist cool, wenn man was zu Grabe trägt, versteht ihr, ist es gone, weg, away. So, das war jetzt das Wichtigste, ne? Das war doch mal wieder spannend, kurz, knackig, so wie es sein soll. Ich knuddel euch, ich wuddel euch. Danke für euer Sein. Ich hab euch ganz doll lieb, ihr Ernstels und Erna Popernas. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich über ein Like, Abo, Kommentar, wenn ihr das Video teilt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Mal. Versprochen. Macht's gut, ihr Lieben.